Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine Idee geben für eine Hochzeitskarte mit einem tollen Spezialeffekt auf jeden Fall. Die ist sehr persönlich oder sehr individuell gestaltet. Ihr seht gleich, was ich meine, denn die Besonderheit verbirgt sich in der Karte. Genau. Erstmal zum Äußeren der Karte, also die ist so ein bisschen Vintage angehaucht, würde ich sagen. Hier vorne ist das wunderschöne Pfingstrosen-Set, das ich hier verarbeitet habe. Es ist einfach ein Knaller, wenn man die Karte so sieht natürlich. Also die ist schon pompös. Ich hoffe, ihr seht das alles gut. Im Hintergrund noch ein bisschen gestempelt und bestickte Rechtecke. Noch ein kleines besticktes Herzchen. Also ein bisschen ungewöhnlich, wenn vorne kein Spruch drauf ist, aber das Blumenbouquet ist eigentlich so groß, da braucht man keinen Spruch. Und auf der Rückseite ist auch noch viel Platz. Die wird auch mit bearbeitet, denn hier auf der Karte müssen sehr viele Unterschriften Platz finden und die kann man hier super noch rumverteilen. Denn diese Karte ist für ein Brautpaar in unserem Freundeskreis und wir als Freunde schenken eine Gartenbank. Und das wollte ich da ein bisschen verarbeiten und deswegen ist in der Karte eine Gartenbank. Ist doch ganz flach, oder? Ich zeig's euch jetzt. Also, Obacht! Ich mache es von hier. Ich hoffe, ihr seht es gut. Also hier poppt diese Bank auf. Also ihr seht es nochmal, die Karte ist wirklich ganz flach. Und wenn man die dann aufmacht, ich mache es mal jetzt von oben, stellt sich hier diese Gartenbank auf. Ist die nicht süß? Hier hinten sieht man das vielleicht, das ist noch so ein bisschen eine abgerundete Lehne. Hier sind zwei Schlitze drinnen. Ich mache es mal so, dass man vielleicht die Details noch ein bisschen sieht. Eben mit den Initialien des Hochzeitspärchens. Hier unten habe ich auch noch so einen Schlitz reingemacht. Hier sind zwei so Schlitze, einfach noch so ein bisschen im Bankdesign. Die zwei Herzen als Sitzpolster. Hier so eine Grasfläche außenrum und zusammen ist alles schöner mit einem kleinen Herzchen noch. Und diese Seite auch wieder sehr freigelassen für viele Unterschriften, gesucht und gefunden, in Liebe verbunden. Also wenn man das jetzt mal von dieser Seite betrachtet, stellt sich hier diese Bank auf. Also es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes und was ganz Spezielles und ich muss gestehen, ich habe extrem viel Zeit in diese Karte investiert und das erstmal total kompliziert gedacht und ganz anders gemacht und versucht und es war echt eine, man könnte sagen, eine schwere Geburt, bis die Karte fertig war. Naja, aber das Ergebnis ist wunderschön geworden, finde ich, und ich wollte es euch einfach zeigen. Vielleicht ist es eine gute Inspiration für euch. Ich hatte im Internet ein bisschen gesucht und bin dann auf diese Kiste gekommen. Wir hatten mal von Stampin' Up! So eine kleine Kiste und aus der kann man eben auch eine süße Bank machen. Dann habe ich die Idee gehabt, eine Bank in die Karte zu bauen. Ich wollte es erstmal ganz anders machen. Vielleicht habe ich mein Probeexemplar, habe ich sogar auch noch da. Muss ich mal jetzt kurz erzählen, wie die Karte entstanden ist. Die erste Idee, die ich hatte, war, dass ich aus dem Ganzen eine Treppenkarte mache. Aber das ist dann natürlich auch noch verkehrt rum. Also so eine Karte, die auch wieder ganz flach ist. Und wenn man sie dann aufmacht, kommt hier so eine Treppe und da ist quasi die Bank. Wäre natürlich auch cool gewesen, aber hat mich nicht umgehauen. Hab mir gedacht, nö, ich will das anders machen. Also wäre eine coole Karte. Aber das sind noch die Dinger zum Stiften. Dann habe ich eben im Internet diese Idee mit dieser Kiste gefunden und mir gedacht, super, die habe ich. Kann ich so eine Kistenbank bauen. Dann hatte ich eine Kistenbank, dann habe ich mir gedacht, wie kriege ich die in die Karte? Ja, ich habe mal ein Video gesehen mit so einer Geschenkbox, wo man so aufklappt und dann dachte ich, das könnte doch die Bank werden. Und dann habe ich leider sehr verkopft gedacht und habe mir eine Bank gebaut, natürlich in diesen Maßen von der Kiste, weil ich wollte ja eigentlich die Kistenbank haben, mit dem Mechanismus und alles groß gerechnet und mein Gott, ich sag's euch, naja. Jedenfalls wäre das auch eine coole Bank und das funktioniert auch perfekt. Aber die kriege ich nicht in die Karte, weil die so riesen groß ist und vor allem, weil hier diese Lehne dran ist. Das war der Knackpunkt der Box eigentlich. Es funktioniert schon,
Aber ich hätte es nicht in die Karte bekommen. Ich hätte eine Riesenkarte gebraucht. Und dann ist eben die Idee gekommen, dass ich aus dieser kleinen Geschenkbox eine Bank mache. Und dadurch, dass ja da eine Lehne dabei ist, also so wie es eigentlich ist, hätte es nicht funktioniert, weil die Lehne kann ich da hinten nicht hinmachen, weil die dann nicht in die Karte passt. Musste ich das also rumdrehen, die Lehne hier hinmachen. Und so ist dann diese Bank entstanden. Also ein großer Umweg. So ist das Ganze entstanden. Also eine große Geschichte für eine am Ende kleine Karte. Ich kann euch mit diesem Format, also mit dieser Rose, noch ein schönes Video hier oben in der Infobox verlinken. Da habe ich es ja auch so ähnlich vorne gestaltet. Vielleicht habt ihr die auch noch und wollt da noch was draus machen. War auch eine ganz besondere Karte. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ungefähr gut über ein Jahr später, nachdem ihr dieses Intro gesehen habt, sozusagen die. Ich muss es fast ein bisschen Horrorkarte nehmen, weil sie mir so viel Nerven gekostet hat. Hat jetzt ein Jahr Pause gehabt und jetzt habe ich mich doch dazu entschlossen, dass ich zu diesem Video eine Anleitung mache und die eben gleich direkt an dieses Intro hinhängen werde. Wir machen heute vorab schon mal eine Idee für eine Weihnachtskarte, aber also mit einem Geschenk innen drinnen. Ich habe es noch nicht ganz fertig dekoriert und das Geschenk ist auch noch nicht ganz fertig. Da zeige ich euch nachher Schritt für Schritt den Mechanismus. Also wir verpacken jetzt einmal ein Geschenk in eine Karte als Weihnachtskarte und machen aber heute eine richtig schöne Geburtstagskarte mit einer Bank innen drinnen auch nochmal. Also ihr könnt dann wählen, ob ihr lieber eine Geschenkkarte machen wollt. Also ihr könnt natürlich zum Geburtstag auch einfach ein Geschenk verpacken oder zu Weihnachten natürlich. Oder ob ihr sagt, okay, ich habe eine Karte, wo ich wirklich eine Bank reinbauen möchte. Hier nochmal das große, die große Bank von vor einem Jahr. Genau, und meine kleine Probekarte. Also den Mechanismus habt ihr schon gesehen. Das ist ein bisschen komisches Video ohne Intro aufzunehmen eigentlich. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt gleich mal los. Ihr könnt wie diese Karte mit der Bank natürlich super gestalten, wenn ihr zum Beispiel jemanden eine Geburtstagskarte macht, der ein Gartenfreund ist oder der einfach einen Garten liebt oder der Gärtner ist oder wie auch immer. Also da kann man viele Möglichkeiten finden oder einfach mal, mach mal Pause sozusagen und eine kleine Bank in die Karte bauen. Das ist auf jeden Fall voll das Highlight. Oder ihr macht eben diese andere Variante, da zeige ich euch auch, wie es geht, wenn ihr ein Geschenk einpacken wollt, wie das dann ausschaut und wäre natürlich eine super geniale Idee für Weihnachten. Okay, ich habe schon ein bisschen was hergerichtet. Zuerst wollte ich nur ein Geschenk mit euch verpacken. Deswegen habe ich hier jetzt zwei verschiedene Varianten. Ich werde jetzt aber tatsächlich doch die Bank machen. Dann habt ihr die Bank und das Geschenk kann man einfacher noch abwandeln. Von dem her wird meine Grundkarte jetzt doch nicht zur Wanne, wie ich es aufgeschrieben habe, sondern ich benutze jetzt einfach noch Wildleder. Das ist zwar eine alte Farbe, aber finde ich jetzt von der Farbkombination zu einer savannefarbenen Bank sehr schön. Deswegen schaut ihr jetzt erstmal nur auf das Maß, denn wir brauchen für die Grundkarte eine Karte mit 28 mal 14 cm. Ich hole die mal hier hinten vor und habe die in der Mitte schon mal gefalten an der langen Seite bei 14 cm, damit ich einfach eine ganz normale Klappkarte habe. Genau, also das ist meine Grundkarte, diesmal jetzt doch in Wildleder. Und dann habe ich in Savanne ein Stück. Meine Bank wird also in Savanne gebastelt. Da habe ich hier einmal für euch die Bestellnummer für Savanne für den Farbkarton, wenn ihr die braucht. Und habe hier das Maß mit 19 mal 14 cm. Ich versuche das alles noch so ein bisschen da liegen zu lassen. Und ich brauche nochmal den Mechanismus und den macht man am besten in der Grundfarbe von eurer Karte. Also ich nehme jetzt nochmal Wildleder. Und der hat das Maß 11 mal 4 cm. Lege ich jetzt auch mal so ins Bild, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Wenn ihr ein Geschenk machen wollt, könnt ihr natürlich auch ein Designerpapier verwenden mit diesem Maß 19 mal 14 cm. Und dann habe ich noch einen Teil für meine Rückenlehne. Wenn ihr also eine Bank bauen wollt, braucht ihr noch ein Stück, das 6,5 mal 6,5 hat. Das habe ich jetzt wieder in meiner Savannefarbe gemacht, also in meiner Bankfarbe in Anführungsstrichen. Und was ich noch schon hergerichtet habe, sind einfach zwei Kreise. Die sind so ein bisschen bestickt außen. Hoffentlich sieht man das. Das sieht man schlecht, aber zwei kleine Kreise, dies werden dann unsere Sitzpolster. Und vielleicht brauchen wir so einen Pfeil. Das habe ich jetzt mal gemacht, das sehen wir dann schon bei der Deko. Okay, ansonsten habe ich noch ein bisschen Farbkartone und Deko eigentlich. Da richtet sich natürlich drauf, was ihr machen wollt. Ich habe jetzt gedacht, wir machen was mit diesen wunderschönen spritzigen Zitronen. Deswegen habe ich da schon ziemlich viel hergerichtet. Für die Deko habe ich jetzt benutzt Grundweiß und ich nehme noch Mangogelb. Da zeige ich euch auch noch schnell die Bestellnummern.
Das werden die Bestellnummern für meine Farben, aber da guckt ihr mal, was ihr kombinieren wollt. Aber ich glaube, das wäre so eine ganz coole, erfrischende Farbvariation, die wir jetzt hier so machen. Wir starten jetzt aber mit dem ganzen Mechanismus und so weiter. Genau. Also, erster Step, Grundkarte falten in der Mitte bei 14 cm. Das haben wir gemacht. Genau, was ich noch sagen wollte, die Idee zu diesem Video habe ich gesehen bei Papierstoffiges. Sie hat die Karte ein bisschen anders gemacht. Sie hat das Geschenk auf diese Seite gemacht. Also sie hat ein Geschenk gemacht auf diese Seite und das Format war kleiner. Ich habe es jetzt einfach größer gemacht, weil ich wollte ja damals eben viele Unterschriften unterbringen und bin jetzt einfach bei dem Format geblieben. Genau. Und dann starten wir mit unserem Mechanismus. Der hat das Maß 11 x 4 cm. Da schnappe ich mir jetzt mal den Papierfalter und mache mir eine Markierung mit einem Bleistift bei 4 cm. Das heißt, ich lege mir das hier. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Lege es mir bei 4 cm an. Mache mir dann meine Klappe zu und mit dem Bleistift mache ich einfach nur hier oben einen kleinen Punkt und hier unten einen kleinen Punkt am Papierrand. Ja, sieht man vielleicht jetzt ein bisschen schlecht. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich damit mache. Dann schnappe ich mir ein Lineal und meinen Papierfalter. Und mache mir eine Falzlinie und zwar von meinem unteren Punkt bis zu meiner äußeren Ecke hier hoch. Falze ich mir einfach ein paar Mal nach. Und bei der anderen Linie mache ich so, da mache ich mit dem Bleistift einfach eine Verlängerung von meinem Punkt wieder bis zu dieser Ecke hin. Ganz zart. Dann sieht das Ganze so aus. Und diese Linie, die wir jetzt mit Bleistift gemalt haben, die schneide ich mir jetzt gleich mal ab. Und zwar einfach an der Linie entlang abschneiden. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt habt ihr hier unten so ein Dreieck. Das mache ich mir kleiner. Das heißt, ich lasse mir hier eine Klebelasche und schräg mir das jetzt hier auch gleich noch so ein bisschen an. Also wie so eine richtige Klebelasche. Seht ihr das gut? Also ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Und da machen wir uns jetzt dann gleich auch noch einen Kleber drauf. Und ich nehme da jetzt ein Abreißklebeband. Muss auf jeden Fall was sein, was fest ist. Also ich muss die Ecke hochklappen, diese kleine Lasche. Und mache mir dann hier mein Abreißklebeband drauf. Das schneide ich jetzt aber ab, damit das eine schöne Kante hat. Jetzt habt ihr also wie so einen kleinen Pfeil mit einer Klebelasche, die hier so beklebt ist. Das ist unser Mechanismus, den müssen wir uns aufheben. Als nächstes brauchen wir wieder unsere, ich sage jetzt Bank oder unsere Box, also wenn ihr ein Geschenk macht oder eben eine Bank, macht das genau gleich, mit dem Maß 19 x 14 cm. Und wir falzen uns das Ganze jetzt einmal an der langen Seite bei 4,5 cm. Ich lege mir das also hier bei 4,5 an. Und falze mir das einmal, dann bei 7 cm, bei 13,5 cm und bei 16 cm. Das ist genau an der Kante hier. Und jetzt drehe ich mir das Papier um. Ich mache mir den Arm nochmal rein. Und Achtung, ich drehe mir das so. Das ist meine 16 cm Falzlinie. Die bleibt oben. Und dann falze ich mir die kurze Seite bei 3 cm, bei 5,5 cm, bei 9,5 cm und bei 12 cm. Ich sage euch jetzt nochmal kurz die Maße, das wollte ich vorhin auch machen. Also 3, 5,5, 9,5 und 12 cm. Ich drehe mir jetzt das Papier so, dass meine diese letzte Falzlinie bei 12 cm wieder unten liegt. So. Und zeige euch nochmal kurz die Maße, die ich oben gefalzt habe. Das war 4,5, 7, 13,5 und 16 cm. Und jetzt, wenn wir weitermachen, müssen wir nur darauf achten, dass wir jetzt auch das Papier so liegen lassen, dass hier unten diese 2 cm Lasche ist. Also da unten ist diese Falzlinie 2 cm Abstand nach unten, die obere wäre größer. Darauf müsst ihr achten. Ich habe mir jetzt extra für euch eine Vorlage auch gemacht
Da, glaube ich, sieht man es ein bisschen besser. Oh, gereist, das war ein zu dünnes Papier. Was wir jetzt nämlich alles wegschneiden und noch machen. Und zwar das allererste, was wir machen, ist, dass wir uns eine Markierung setzen. Ganz oben bei 4 cm und an der ersten Falz von unten auch bei 4 cm. Das machen wir jetzt mal. Brauche ich nochmal mein Lineal. Also ich mache mir ganz oben in diesem großen Bereich bei 4 cm, ich sehe es ja selber fast gar nicht, die Falzen, ich falze mir die mal kurz nach. Ich glaube, das ist gescheiter, da seht ihr ja auch ein bisschen besser, was ich gerade mache. Also ich zeige es euch jetzt hier nochmal. Ich weiß nämlich genau, an welchem Papier man das besser erkennt. Ich glaube schon an dem blauen fast, gell? Also ich habe hier meine 4 äußeren Teile und dann habe ich hier dieses lange große Stück. Und bei diesem mache ich ganz oben bei 4 cm von dieser Linie zu dieser Linie 4 cm eine Markierung. Und hier unten auf der Falzlinie bei 4 cm auch bei diesem großen Element eine Markierung. Nur so einen kleinen Punkt. Und ganz unten auf der Falzlinie hier in dem Fall auch bei 4 cm. Hier oben verlängere ich mir diese Markierung von den 4 cm bis zu meiner ersten Falzlinienkreuzung. Ups, da bin ich, hab's gar nicht gescheit getroffen. Das muss ich nochmal machen. Da muss ich nur näher hingehen, dass ich das auch gescheit sehe. Jetzt aber. Also hier ist meine Falzlinienüberkreuzung, seht ihr das? Und bis zu meiner Markierung mache ich mir hier eine Verlängerung. Das schneiden wir dann nachher alles weg. Und hier unten bei dieser Markierung mache ich so, da mache ich von der Markierung in diese Ecke nach oben eine Falzlinie. Also das mache ich jetzt nicht mit Bleistift, sondern das mache ich gleich mit dem Falzstift oder mit dem Papierfalter in meinem Fall. Da muss ich jetzt nochmal drauf schauen, dass ich das richtig mache. Also da mache ich mir noch eine Falzlinie hin. Okay. Nochmal Markierung bei 4 cm, Verlängerung mit dem Bleistift bis zur Kreuzecke hier. Und hier unten Markierung auf der Falzlinie von unten die erste, Verlängerung bis zu dieser Überkreuzung von den Falzlinien hier. Und da nicht mit Bleistift, sondern mit der Fal also mit dem Falzbrett, also mit dem Falzbein. Und dann können wir nämlich schon alles wegschneiden, was wir nicht mehr brauchen. Nur eine Sache muss man beachten: Wir brauchen eine Klebelasche und zwar bei dieser Markierung, wo wir uns gerade gesetzt haben, brauchen wir hier eine Klebelasche. Okay, das zeige ich euch nochmal an meiner. Wir haben uns hier diese Falzlinie gezogen und bei diesem kleinen Element, in diesem, also nicht an der unteren Seite, sondern hier, in diesem Bereich brauchen wir hier neben unserer Falzlinie noch eine Klebelasche. Das heißt, ich schneide mir jetzt hier unten einmal bis zu meiner Markierung hoch, schneide mir dann hier rüber, Achtung, nicht das wegschneiden, das brauchen wir noch, und mache mir hier eine Klebelasche hin. So sieht man es, glaube ich, sehr gut, oder? Hochschneiden bis zu meinem Punkt und dann rüberschneiden und dann hier eine Klebelasche setzen und dann kann ich diese ganze Ecke noch rausschneiden. Und dann sieht diese Ecke hier so aus. Und den Rest, den ich wegschneide, das ist eigentlich total einfach, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar schneide ich mir immer hier oben diese 4 Ecken weg und bei dieser Stelle schneide ich mir zusätzlich noch diesen Bereich weg, den wir uns angezeichnet haben, mit dem Bleistift bis zu dieser 4 cm Markierung. Da sieht es jetzt so aus, wenn das weggeschnitten ist. Und auf der anderen Seite ist es noch leichter, da haben wir diese 4 äußeren unteren und diese 4 äußeren oberen Rechtecke und die schneide ich auch alle raus. Und ich zeige euch das auch gleich nochmal an meiner Vorlage.
Das wird dann nachher eben unsere Bank oder eben unser Geschenk, je nachdem, was ihr machen wollt. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Ich lege es mal kurz auf die Vorlage, dann sieht man nochmal genau, was ich alles weggeschnitten habe. Also diese einzigen Bereiche, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist hier unten mit der Klebelasche. Da wirklich aufpassen und dann oben hier noch diese Ecke weg, zusätzlich zu diesen vier äußeren und ansonsten immer die vier äußeren weg. Meine Vorlage ist jetzt komplett gerissen, aber gut. Ich glaube, man hat es jetzt doch noch ganz gut erkannt. Was wir jetzt noch machen können, ist im Prinzip alle Falzlinien nachfalzen. Das habe ich ja jetzt schon gemacht. Und was wir nur beachten müssen, ist, dass wir uns diese selber gemachte Falzlinie, die wir uns vorher eingezeichnet haben, nach oben knicken. Und dann schauen wir, dass diese beiden Linien hier, diese Falz, die wir unter der Klebelasche haben und diese Verlängerung hier, dass das schön übereinander liegt. Dass man da noch ein bisschen das schön stramm hinfalzt. Und wie gesagt, das geht so nach oben. So. Genau. Alle anderen Falzlinien habe ich schon nachgezogen. Wenn ihr jetzt ein Geschenk machen möchtet und eine Schleife da drauf, zeige ich euch jetzt, wo ihr die Kleber ansetzen müsstet. Ich würde es jetzt an meine Vorlage hinmalen, dass ihr das seht. Also ihr stellt euch jetzt einfach vor, dass hier alles ist weggeschnitten und es geht jetzt nur noch um diese inneren Bereiche. Und dann zeige ich euch mal, wie ihr den Kleber hinkleben müsstet. Ich mache jetzt einfach den Kleber mal mit diesem lilanen Stift. Ihr würdet euch den Kleber einmal mittig drüber machen und einmal so mittig drüber machen. Am besten auch ein doppelseitiges Klebeband. Einfach den Kleber drauf machen. Also hier müsst ihr nicht ganz runter, Entschuldigung. Also ungefähr bis zur Mitte von eurem äußeren Teil. Das reicht. Ihr müsst nur eine Sache bedenken, ist, wenn ihr den Kleber da drauf macht und darüber dann das Band klebt, dass ihr unbedingt über diese Falzlinien geht. Hier und hier und hier und hier. Hier und hier und hier und hier. Weil ihr dann nämlich, das ist ja euer Rand, damit man dann nicht das Ende von dem Band, das ihr dann drüber kleben würdet, sehen wird, sondern es muss schon unten reingehen. Und wenn ihr das nochmal bildlich euch vorstellen wollt, dieses Teil hier oben ist euer Geschenkoberteil, die Oberseite von eurem Geschenk. Und das sind eben die Seitenlaschen. Diese vier und das da unten sind quasi diese Mechanismushalter und die Klebelaschen. Genau. Also wie gesagt, an dieser Stelle könnt ihr entscheiden, wenn ihr keine Bank machen wollt, sondern ein Geschenk, könnt ihr das einfach so drüber kleben und dann euer Band drauf kleben und dann einfach so weitermachen, wie ich jetzt auch im Video. Ich habe jetzt hier für euch nochmal mein Geschenk aufgemacht und dann seht ihr, wie ich das gemacht habe, wie ich das Klebeband, also dieses Geschenkband draufgeklebt habe. Und zwar habe ich mir da erst ein Abreißklebeband draufgeklebt und dann das Band drüber gemacht. Und die Schleife erst ganz zum Schluss. Und hier sieht man auch gut, dass ich das immer über die Kanten geklebt habe. Also wirklich immer bis zu diesen äußeren Laschen kleben. Bis zu den ganz äußeren. Dann ist das immer schön umrandet und man sieht eben nicht, dass da unten das Band nicht weitergeht, sondern dass das eben nur so quasi drauf drapiert worden ist. Und die Schleife habe ich ganz zum Schluss gemacht und habe die dann noch mit dem Klebepunkt extra draufgeklebt, dass die so schön ausschaut. Da tut man sich dann wesentlich leichter. Okay, und jetzt kommt der spannende Teil. Wir gehen ans Zusammenkleben von der ganzen Box, also vom Geschenk oder von der Bank. Funktioniert auch genau gleich. Ich habe mir jetzt da ein bisschen so Hilfestellungen gemacht. Und zwar, ich drehe jetzt meine Box mal so um. Ihr guckt jetzt mal kurz, vielleicht orientiert ihr euch einfach an dieser kleinen Klebelasche. Die liegt jetzt hier links oben. Und wir kleben uns jetzt hier zuerst mal diese beiden äußeren Laschen zusammen. Genau, ich nehme jetzt da einfach ein dünnes Abreißklebeband oder ihr könnt auch Flüssigkleber nehmen. Was euch lieber ist, ich mache jetzt einfach hier eine kleine schmale Spur von dem Abreißklebeband hin. Und zwar auf meine äußere Lasche, die ich so ein bisschen einknicke. Seht ihr das gut? Und auf diese Seite hier drüben mache ich auch noch Abreißklebeband hin. Da gehe ich nur nicht ganz hoch, damit es nicht zu viel ist. Also wenn man das so drüber legt, naja, das wäre schon gegangen. Aber so, und zwar mache ich das hier auf die Innenseite. Ich knicke mir da hier nichts um, sondern ich lasse das so liegen, wie es war. Knicke mir nur diese Seite ein, Klebeband hier und Klebeband da. Dann nehme ich mir
diese Schutzfolie ab und klappe mir einfach meine eine Seite ein und lege mir meine andere Seite so hier drüber. So sieht es jetzt aus. Knick das ruhig in beide Richtungen, dass es richtig schön passt. Am besten nochmal alles schön nachfalzen. Und jetzt brauchen wir unseren Mechanismusteil, also dieses Dreieck, wo wir diese kleine Klebelasche hingemacht haben. Und da machen wir es jetzt so, dass wir uns den Pfeil so hinlegen, also dass diese kleine Klebelasche hier unten ist. Und wir müssen uns den Pfeil hier aufkleben. Und zwar auf die Unterseite von der Box sozusagen. Also genau in diesem Bereich hier unten kommt der Pfeil in diese Richtung hin, so dass die Klebelasche von dem Pfeil hier unten links liegt. Und damit wir hier nicht zu viel Kleber hinmachen, weil der Pfeil ist ja nicht komplett angeklebt, sondern eben nur bis zu diesem Bereich, könnt ihr euch einfach Flüssigkleber oder auch Abreißklebeband hier auf diesen Bereich auftragen. Ich mache das jetzt mal mit Abreißklebeband, dann sieht man es vielleicht auch noch ein bisschen besser, in wo ich da genau bin. Das mache ich nur auf dieses Viereck und nicht auf dieses Seitenteil hier. Seht ihr das? Also wenn ihr das euch so hochknetet, seht ihr genau, wo ihr hin müsst. Nur nicht hier drüber machen. Und dann mache ich mir diese Schutzfolie ab. Und dann kann ich mir meinen Pfeil hier aufkleben. Und wirklich nur darauf achten, dass diese kleine Klebelasche zuliegt. So. Wieder in beide Richtungen ziehen. Und ihr seht also, der Pfeil ist nur in diesem Bereich angeklebt sozusagen. Okay, ich mache immer parallel bei meinem Geschenk mit, weil ich das nachher auch dekoriere. Da habe ich jetzt den Kleber nur auf dem Pfeil gemacht. Das könnt ihr auch machen, wenn euch das sympathischer ist. Aber da weiß man nicht ganz genau, wie weit man raus kann. Das muss man sich vorher fast ein bisschen abmessen. Genau, auch hier gucken, dass der Kleber nicht rausschaut. Hat genau gepasst. Jetzt kommt nämlich meine kleine Klebelasche, die hier oben ist. Diese ganz kleine Klebelasche, diese hier, seht ihr die? Da mache ich jetzt auch noch ein Abreißklebeband drauf. Seht ihr die gleich nämlich viel besser. Das ist dieser Knick, den wir uns vorher reingemacht haben. Und das ist die Klebelasche. Und ihr seht schon, wie ich das jetzt gefalten habe. Ich knick mir diesen Knick nach unten, lege mir die Klebelasche drüber, mache mir meinen Abzieher hier hin. Und dann falte ich mir diesen oberen Teil einfach einmal gerade runter. Und jetzt funktioniert schon ein bisschen was davon. Und jetzt machen wir noch den letzten Schritt und zwar kleben wir uns noch den Rest zusammen. Ich mache nur kurz parallel beim Geschenk noch. Dann seht ihr es vielleicht auch nochmal genau. Also ich habe sie erst nach oben gestellt und mache ich nur dieses Dreieck rüber und dann die Klebelasche noch so drauf und dann klappe ich mir das einmal komplett runter und klebe mir das hier so drauf. Und jetzt kommt noch der letzte Schritt und zwar mache ich mir nur auf diese obere Lasche ein Klebeband drauf. Ich glaube, da habe ich sogar das große genommen, genau, damit wir die Box komplett noch zusammenkleben. Also jetzt klappe ich mir sozusagen diesen Deckel nach unten, mache mir hier diese Folie weg. Und jetzt klappe ich mir die Box zusammen und zwar, also diesen unteren Teil lasse ich stehen, klebe mir das so zusammen. Und jetzt kommt es, ob alles passt. Könnt ihr es euch mal umdrehen oder so lassen und dann mal, weiß man gar nicht, wo man heben soll, aufstellen. Und dann kann man hier mit diesem, wenn man hier anzieht, seht ihr das? Klappt die Box ganz flach zusammen und stellt sich gleichzeitig auf. So sieht das Ganze jetzt aus. Mach mal diesen letzten Schritt nochmal. Ich nehme die Klebefolie ab, die ist nur auf der obersten Lasche. Ich lege mir nochmal alles ganz flach hin und klappe mir nur hier diese untere Lasche, diese große untere Lasche, sodass diese zweite Lasche stehen bleibt. Klappt mir das hier noch so drüber. Und klebe mir das hier schön an. Und dann haben wir schon unser wunderschönes Geschenk. Sieht toll aus. Also von ganz flach auf hochgestellt. Mega toller Effekt.
Genau, also ich hoffe, das ist ganz klar. Ich habe versucht, jeden Schritt wirklich genau zu erklären, dass man immer sieht, wo diese Klebelaschen sind zum Beispiel und die Pfeile und alles, was wichtig ist, habe ich versucht, hier gut rauszuarbeiten. Und jetzt gehen wir nochmal an unsere Grundkarte und machen uns Markierungen, damit wir unsere Bank oder unsere Box jetzt schön einkleben können. Okay, das heißt, ich mache mir meine Karte auf und mache mir zwei Markierungen. Und zwar die erste mache ich mir ganz oben an meiner obersten Kartenseite auf der rechten Seite bei 7,5 cm einfach einen kleinen Punkt mit dem Bleistift machen und ihr messt euch das immer von eurer Falzlinie raus, 7,5 cm. Macht ihr euch hier oben rechts einen kleinen Punkt hin. Und hier unten links auch wieder gemessen von der Falzlinie aus, diesmal auf diese Seite rüber bei 6,5 cm einen kleinen Punkt machen. Dann haben wir hier unten bei 6,5 cm neben der Falzlinie einen Punkt und hier rechts oben bei 7,5 cm. Und diese beiden Punkte verbinde ich mir jetzt ganz dezent mit einer feinen Linie. Ich mache es nur so, dass ich die nicht ganz entlang ziehe, sondern nur ungefähr von meiner Falzlinie in der Mitte nach oben, also ich lasse oben ein paar Zentimeter frei. Ich glaube, man sieht sogar, also ich mache mir nicht die ganze Länge, damit ich nachher nicht so viel radieren muss. Ich zeige es euch jetzt mal hier, da habe ich sogar noch kürzer gemacht, also diese Linie hier, damit ich danach eine Orientierung habe. Und dann brauchen wir noch eine zweite Markierung, also eine zweite Linie. Und zwar geht es jetzt wieder von meiner Mittellinie nach rechts bei 1,5 cm Abstand. Mache ich mir wieder einen kleinen Punkt hin. Und den verlängere ich mir jetzt nach oben ungefähr 8 cm oder ungefähr so, wie sich die dann hier überschneiden. Sieht aus wie so eine kleine Hälfte von dem Haus. Genau, ich glaube, man sieht es hier ganz gut. Oder ich zeige euch auch nochmal das hellere Papier, da sieht man es auch ganz gut. Also hier 1,5 cm rüber. Das sieht man fast am Dunkeln besser. 1,5 cm von der Mittellinie rüber und 8 cm ungefähr hoch oder bis zu dieser Überkreuzung. Das ist meine Markierung. An der orientiere ich mich jetzt, damit ich meine Box einkleben kann. Ich mache es jetzt zuerst mal mit dem Geschenk. Und zwar falte ich das nochmal ganz flach. Ich glaube, das sieht man nämlich fast nur ein bisschen besser. Und jetzt orientiere ich mich an diesen Linien. Und zwar, ich falze mir diesen Pfeil jetzt mal so ein. Also ihr seht hier die Klebetasche, die klappe ich jetzt nach unten. Und habe jetzt hier diese Ecke von meinem flach gedrückten Geschenk. Und die ist meine Schräge. Also da passe ich mir diese Schräge an und mit meiner geraden Linie von meinem Pfeil möchte ich diese 1,5 cm Linie erreichen. Seht ihr das so? Ich glaube, ich gehe noch mal ein bisschen näher hin. Da muss ich nicht immer so nah an die Kamera hinhalten und zu wackeln. Also ich habe hier meine schräge Linie mit meiner flachen Seite von meinem Geschenk. Gehe ich da lang, so lange, bis mein Pfeil hier unten direkt auf dieser zweiten Linie anlegt. Und so klebe ich mir jetzt mein Geschenk an. Das heißt, ich drehe mir das einmal um, mache mir hier unten den Kleber drauf und zwar wirklich nur auf die Unterseite, nicht auf dieses Seitenelement, sondern nur hier unten drauf. Wenn ich euch das nochmal aufstelle, seht ihr das. Also nur hier unten darf der Kleber drauf sein. Das mache ich jetzt mit Flüssigkleber, dann kann ich nochmal ruckeln und übers Geschenkband auch drüber gehen. Genau, Achtung, eben diese Seite freilassen, das ist nämlich das Seitenteil. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Ich halte es mir nochmal flach hin. Jetzt muss man nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht schon den ganzen Kleber da verteilen. Und richte das jetzt genau wieder aus mit den Linien. Und klebe mir das Ganze flach auf. Ein paar Sekunden draufdrücken. Dann kann ich mir hier diese Klebelasche unten vorholen von meinem Pfeil, die war ja so unten reingebaut. Die mache ich mir jetzt einfach auf, mache mir mein Klebeband weg, mache meine Karte zu. Und jetzt kommt der magische Moment. Karte auf. Oh, es klappt. Ist es nicht schön? Wir haben hier unser wunderbares Geschenk, das sich aufstellt. Einfach so, wenn man die Karte aufmacht. Das ist einfach nur magisch. Ich liebe diesen Effekt und
Für diesen wahnsinnigen Effekt ist es wirklich wert, diese Karte zu basteln, auch wenn sie nicht ganz einfach ist, zumindest für mich. Ich bin happy und wir machen auch gleich weiter mit unserer Bank. Genauso. Das heißt, ich lege mir das nochmal ganz flach hin, orientiere mich an den Linien, mache mir unten den Kleber drauf, wirklich nur auf die Seite, wo der Boden ist. Da sieht man es jetzt so ganz gut eigentlich, dass wir diese Seite freilassen und klebe es mir nochmal auf. Und zwar Markierung, 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 bis der Pfeil an seiner Linie ist. Einmal platt drücken. Klebelasche ausklappen. Klebefolie wegmachen. Korde verschließen. Happy sein. Wupp, 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 wupp. Es ist einfach schön. Super schön. Ich bin heilfroh, dass das geklappt hat und würde mir jetzt alle Markierungslinien, die ich noch gezogen habe, wegradieren. Ich habe jetzt hier tatsächlich den Klebemittelradierer. Mit dem kann ich auf diesem dunklen Papier relativ gut wegradieren, meine Punkte. Und meine Linien. Und jetzt geht es ans Dekorieren. Und dafür habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Als erstes zeige ich euch mal kurz die Bestellnummern für die Stanzformen Büttenrand. Das wäre die Bestellnummer. Die habe ich ganz viel benutzt. Ich sage euch gleich die Größen. Das Stempelset, das ich benutzt habe mit passenden Stanzformen und mit den Prägeformen, es sind die spritzigen Zitronen. Die haben diese Bestellnummer. Und dann habe ich noch diese Stanzformen genommen, Stanzformen Basic Bordüren. Da ist so eine Stanzform dabei, die in der Mitte hochgeht. Und zwar ist das die da. Die fand ich ganz perfekt. Die ist auch noch bestickt für meine Bank, für meine Holzbank. Also die müsst ihr nicht unbedingt haben. Die könnt ihr auch selber schneiden zum Beispiel. Oder ihr macht einen Bogen, ihr guckt, was ihr für Stanzformen habt. Aber das ist ganz praktisch. Da habe ich hier diese Umrandung gemacht. Und als Stempelfarben habe ich benutzt Wassermelone, grüner Apfel und Osterglocke. Das hätte diese Bestellnummer. Und hergerichtet habe ich mir schon ziemlich viel. Weil ich dachte, das Video wird eh so lang, da machen wir die Deko heute mal nicht gemeinsam. Wenn euch das interessiert, wie man stempelt oder prägt oder stanzt, das seht ihr auf jeden Fall in jedem meiner anderen Videos im Prinzip auch. Zu den spritzigen Zitronen habe ich euch übrigens ein, finde ich persönlich, ein ganz tolles Video aufgenommen. Da habe ich euch tausend Ideen gezeigt, gefühlt, was man aus den Zitronen noch alles machen kann. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben unter dem weißen i. Und da könnt ihr sogar Melonen draus machen oder. Was habe ich noch gemacht? Radieschen könntet ihr auch machen zum Beispiel oder so. Also da wäre alles drin. Ich habe heute aber wirklich Zitronen gemacht. Ich habe das alles gestempelt. Diesen Büttenrand habe ich also als Bütte ausgestanzt und dann noch geprägt mit diesen Prägeformen, die ihr da dabei habt. Und die Größe von den Bütten, die zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Muss ich nämlich selber mal noch gucken, welche das waren. Genau, das waren nämlich die. Das ist alles unordentlich, sieht man es eh nicht genau. Von außen rein zwei lassen und die nächsten zwei habe ich ausgestanzt. Ansonsten könnt ihr euch da auch vollkommen an eurer Karte orientieren. Wenn ihr die Bütten nicht habt, dann macht ihr euch halt Rechtecke. Ich kann euch auch noch kurz die Maße sagen. Also das kleine hat ungefähr 6,5 mal 10 cm und das große hat 7,5 mal 11. Genau. Einmal ganz kurz darf sie rein ins Bild, die Stanzmaschine. Und dann stanze ich mir das jetzt einfach nochmal aus, dass das ein kleines bisschen kleiner ist als das andere. Und einmal durchkurbeln. Und mit all dem, was ich jetzt habe, gehe ich jetzt erstmal kurz in die Deko, da lasse ich euch Musik laufen. Und dann bauen wir die Bank dann noch zusammen fertig.
Okay, und so sieht die Karte jetzt dekoriert aus. Also ich habe hier einfach nur ein bisschen die ganzen Elemente aufgebracht, das heißt die ganzen Zitronen schön verteilt und die kleinen Blümchen und ein paar Glitzersteine überall. Also hier funkelt schon ziemlich auf der Karte, aber ich finde, das kann die ruhig vertragen. Und gerade mit dieser geprägten Hintergrundform sieht das, finde ich, total klasse aus und richtig sommerlich frisch und voll cool. Was ich noch gemacht habe, ist ein bisschen Wink of Stella auf alles aufgetragen, also auf alle Zitronen, die man so sieht. Und wenn man sie aufmacht, sieht sie jetzt so aus. Auch hier eine größere Zitrone in den Hintergrund rein, ein bisschen schief aufgeklebt. Und ich finde, das macht sich richtig gut. Auch hier wieder Glitzersteine. Ich habe da die Schmuck, Basic Strassschmuck bunter Schimmer verwendet. Die hätten diese Bestellnummer, wenn ihr das braucht. Wink of Stella habe ich auch überall drauf gemacht, blende ich euch ein. Und jetzt bauen wir eigentlich nur noch die Bank zusammen. Und zwar habe ich ja hier dieses Teil mit dem Maß 6,5 mal 6,5. Das war mein Rückenteil und habe mir einfach nur diese Spitze ausgestanzt hier oben. Und jetzt ist es von der Höhe ungefähr ganz an der Spitze oben, also 6,3 ungefähr, und am Rand ist es ungefähr 5,1 oder 5,2 Zentimeter. Genau, und das baue ich mir jetzt hier nur noch an meinen Rückenteil hin, sozusagen von meiner Bank. Und das Einzige, was wir jetzt noch beachten müssen, ist, dass die trotzdem schließt. Eigentlich müsste perfekt passen, weil wenn man jetzt mal hier so drauf schaut, ist ja die Box auch nicht höher. Seht ihr das? Deswegen, es müsste perfekt harmonieren. Ich glaube, 6,5 ist ein gutes Maß. Und da mache ich es jetzt so, da klebe ich mir jetzt einfach hier die Seite, das Seitenteil, mache ich mir jetzt Flüssigkleber hin, wenn er dann rauskommen mag. Und mache somit hier auf dieses Teil hier meine Rückenlehne hin. Da müssen wir jetzt kurz warten, bis das schön angetrocknet ist. Und dann testen wir es nochmal. Jetzt können wir es eigentlich auch schon mal zumachen. Klappt, ohne dass es sich irgendwo verhackelt. Da muss man ein bisschen auch mit der Deko innen drin aufpassen, dass ihr das alles schön flach klebt und dass da nirgendwo was im Weg ist. Also außen könnt ihr schon mit Abstandsklebern arbeiten, aber innen drinnen ist es besser, wenn das relativ weit rechts oben ist, hier unten vielleicht nicht unbedingt viel und das hier alles ganz flach ist, weil damit sich das ja nicht, wenn man die Karte verschließt, also ein kleines bisschen schiebt sich hier schon an die Ecke hin, aber das passt schon noch, verschließt sich trotzdem noch sehr gut, aber da muss man drauf achten, wenn man da irgendwas mit Abstand hinklebt, dann kann man das fast nicht mehr machen, deswegen. Und jetzt mache ich mir nur hier innen rein meine zwei Sitzpolsterchen, auch mit Flüssigkleber ganz einfach. Auch wieder ganz flach da aufkleben. Das ist wie so kleine Polsterchen sollte es sein. Wenn ihr das Ganze als Hochzeitskarte macht, könnt ihr da natürlich auch die Herzchen machen, die ich auch gemacht habe. Da guckt ihr, was für eine Größe ihr als Kreise habt und was da halt drauf passt. Und wer mag, kann hier hinten noch was an die Bank hinschreiben oder so. Also zum Beispiel noch ein Initialien vom Brautpaar zum Beispiel oder wenn ihr das jetzt jemandem schenkt, dass ihr da vielleicht noch so ein Fähnchen hinmacht und vielleicht den Namen für dich oder für, was weiß ich, Luise, für Elise, keine Ahnung, das könnte man natürlich noch so gestalten. Ich würde das jetzt auch so machen mit diesem Fähnchen und zwar als quasi Rückenlehne, finde ich das ganz nett. Bei meiner anderen Bank habe ich das ja so gemacht, dass ich da so Schlitze reingeschnitten habe, dass man richtig meint, das ist so eine richtige Gartenbank und das habe ich auch vorher mit einem Stempel gestempelt, dass es wie so noch eine Holzmaserung bekommt. Aber das war sehr, sehr aufwendig. Also da habe ich sogar hier unten mit dem Skalpell noch Schlitze reingemacht und da oben habe ich eine Stanzform gefunden, die schmale Schlitze macht, aber es war sehr schwierig. Ich würde es eigentlich nicht unbedingt empfehlen, das zu machen. Also hier finde ich jetzt ganz nett als Rückenlinie und als Sitzpolster. Dann hat man hier noch eine ganz süße kleine Bank, die sich hier öffnet. Und jetzt ist die Karte fertig und die ist so schön geworden. Ich finde die total cool. Ich hoffe, ihr seid auch so begeistert. Also der Mechanismus ist einfach nur klasse. Und wer denkt denn, dass in einer Karte sich eine Gartenbank befinden kann, oder? Also das ist schon voll der Wow-Effekt. Genau. Das Einzige, was jetzt bei mir noch so ein kleines bisschen ist, dass bei mir könnte es noch ein kleines bisschen hier weiter drüben sein. Ich weiß nicht genau. Ich habe es wirklich ganz genau gemessen. Ich würde jetzt das nur ein bisschen anziehen und darüber kleben. Vielleicht muss ich da noch einen neuen Kleber drauf machen, dass es noch ein bisschen weiter dahinter geht. Trotzdem schließt sich die Karte noch gut und dann ist sie wirklich ganz gerade auf. Was für eine süße Bank. Ich finde die ja so toll. Mei, ist das nett. Also, das ist so eine coole Kartenform.
Genau, also das ist meine Geburtstagsidee und die andere Karte zeige ich euch natürlich auch. Die ist nämlich auch schon fertig dekoriert, die weihnachtliche Variante mit ganz viel Glitzer und Funkeln. Hier habe ich auch den Hintergrund erstmal bestempelt, dann das größere Büttenrandteil draufgeklebt. Das habe ich sogar im Hintergrund, weil ich habe da noch so einen Schnörkel reingestanzt, mit Espresso nochmal verklebt, dass man den Schnörkel noch besser sieht. Hier ein paar Sternchen, da vorne ein bisschen gestempelt, das Band in den Hintergrund gesetzt, vorne eine Schleife separat gebunden und drüber gemacht. Noch ein paar Zweige. Ihr könnt die, wie gesagt, auch total flach verschicken. Das ist ja das Besondere daran. Und dann, wenn ihr die aufmacht, schwupp, kommt hier dieses süße, schöne Geschenk hier zum Vorschein. Hier habe ich eigentlich nicht sehr viel Deko drauf gemacht. Einfach nur zwei Zweige im Hintergrund, ein bisschen gestempelt. Da ist noch Platz für was zum Schreiben. Kleine Grüße, hier noch ein paar Zweige, ein paar Glitzis und das war es auch schon. Also ich finde, bei so einem Mechanismus braucht man gar nicht mehr so viel Deko. Also, das ist so cool. Ich liebe das. Das ist so schön. Ich muss das so von oben für euch filmen, oder? Ja. Unglaublich, dass das funktioniert. Ein mega cooler Mechanismus und ich frage mich, wer sich sowas ausdenken kann. Echt genial. Ist das nicht schön? Ich freue mich so. Ich kann wieder nicht mehr aufhören, weil ich das so cool finde. Und jetzt habt ihr eine Gartenbank und ein Geschenk in der Karte verpackt, die sich so aufploppen und so cool aussehen. Und ja. Ich finde es mega genial und ich hoffe, 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 dass euch das Video genauso gut gefällt wie mir oder diese Bastelidee genauso gut gefällt. Wenn euch das Video zu dieser genialen Karte gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Ich freue mich eigentlich schon, dass ich das Video noch gemacht habe, auch wenn ich mich erst mal ein Jahr gesträubt habe, das wieder anzugehen, weil das wirklich eine, ja, irgendwie eine schwierige Karte ist, finde ich. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne meinen Kanal abonnieren möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Da freue ich mich auch drüber. Drückt dabei auf die Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Kreativiert was Neues und habt voll viel Spaß mit dieser wunderbaren Kartenform. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.